Gut. Dann können wir eigentlich loslegen. Jo. So, ihr Lieben. Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu... Jetzt fängt schon wieder an. Weißt du, den ganzen Tag war Ruhe und jetzt fängt es wieder an. Jo, RDA Nummer 3. der Blub ist dabei, die Konji als Sabrina, ich natürlich als euer Gastgeber und irgend so ein anderer Freak. Der Hallo, hey. Ich bin's. Ganz komischer Name. Jo. Sehen wir dann. Und natürlich meldet sich jetzt der Zocker Slaxi, jetzt wo ich in der Aufnahme. Garantiert, sag nochmal was bitte. Moin. Gut, super. Ich hab dich jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Ja, der ist immer so leise. Jo, echt mal. Weiß auch nicht warum. Typisch Bayern. I call Hacks. Ja. Yeah. Liegt an der bayerischen Luft. Gut, mal gucken, wenn noch jemand mitspielen möchte. Ich frag den Schlaxi nochmal. Der meldet sich gerade jetzt. Komm, starten wir einfach mal. Ja. Ist egal, kriegen wir schon hin. Okay. Besser als mitmachen will. Runde 1 ist Sabrina. Oh, ich aus. Die Konji wählt ein Wort. Hübsch. Oh. Da hab ich zu... Porno, ja, genau. Ja, Paprika, das muss ich sagen. Toller Porno. Oh, hätte ja sein können, dass sie Paprika als Gewürz meinen. Aber ich habe das Set zu spät gesehen. Ja, fängt ja mal wieder super an, RDR Folge 3. Grefel ist dumm. Ei. Wenigstens kannst du Strichmännchen malen. Sind das nicht Aliens? Super. Easy. Easy. Wunderbar. Geile Disco-Kugel. Auf jeden Fall. Ich dachte, das wird jetzt ein Grill oder so. Blub is choosing a word. Ich habe keine Lust auf die drei Wörter. Kann ich andere nehmen? Nein. Ich glaube, das geht nicht. Oh, hat er jetzt. Irgendeins genommen, ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Opel, cool, Baum, ja. Opel. Ihr ratet einfach weiter und ich sag dann irgendwann ja, nein. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich den Vogel zeichnen soll. Hui. Hui. Und dann. Ha, ich wusste. Das ist so ein komisches Engel, der so komische... Ja, du darfst ja nicht sprechen, du musst schon still sein. Das ist ja... Ja. Wer es nicht dreht, ist halt... Oh, aber wir beide, Konji und ich, wir kennen uns halt mit der Liebe aus. Yeah. Wir haben das... Ich habe genug Pornos geguckt. Kannst du mal ein Zelt anschreiben, Konji? Vielleicht will er ja mitspielen. Nein, ich Zelt. Lass mal Zelt reden aus dem Spiel. Immerhin hat die Konji den ja schon Liebling genannt und mich noch nicht. Yeah. Ja, aber gesehen. Ganz ehrlich, wie soll ich Armor zeichnen? Ganz ehrlich, ich... Ja. Wusste dich mal, dass man so, natürlich. Was habe ich denn hier? Ich bin jetzt mal still. Was hab ich denn für einen Stift? Warum ist der denn so dick? Du kannst den doch ändern. Ich weiß halt nicht. Das sieht wirklich aus wie ein Kondom. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, es ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig.
Ja, Radira kannst du auch größer machen, ne? Ja, ich weiß. Ist halt nur die Frage, habe ich überhaupt genug Zeit? Ihr lag gar nicht mal so verkehrt, würde ich erstmal behaupten. Mit Kondom. Wow. Das hat ja noch eine andere Deutung. So, gut. Das schickt schon mal. Oh, wie soll ich denn das sonst noch malen? Hier. Ein Auto. Weißt du, hier die Reifen. Material von den Reifen. Jo. Ja, tschüss. Diese Jugend heutzutage ist einfach zu direkt, weißt du? Wir alten Kavaliere sagen nur, ja, ich muss jetzt mal einen Gummi holen. Und die Conchi eiskalt. Ich hole jetzt erstmal ein Kondom hier. Das kann ich dann schön mit Wasser voll machen hier und dann auf das nächste Kind werfen. Hallo, ich dachte immer, du nimmst so ein kleines Leinsäckchen, weißt du? Ja, natürlich, ausgetrocknetem Schafsmagen. Nein, Leinsäckchen, was mit Stroh gefüllt ist. So haben sie es damals im Mittelalter gemacht. Ja, es war natürlich eine sehr erfolgreiche Taktik. Damals haben sie auch geglaubt, wenn Frauen schwanger werden, dann vergewaltigt. Easy. Und haben sich in Urin gewaschen. In Urin oder in Ruinen? In Urin. Bäh. Oh Gott. So. Gott, nee. Ja. Reicht dann nämlich, Christian. Der Tobias ist dran. Eieiei. Der Blob muss können, die kann ich wahrscheinlich nicht. Ja, doch, aber ich musste erst mal überlegen. Kennt die Conchi nicht. Das kennt die Conchi nicht. Die ist doch, oh, du hast es erkannt. Oh, wenn du das jetzt nicht gekannt hättest, Conchi, dann wäre es. Ja, bei 007. Dann wäre es aber echt Bildungslücke gewesen. Was für, ey? Ich habe den Film nie gesehen. Den Film, das ist eine komplette Agentenreihe. Ja, ich habe keinen einzigen Film gesehen, aber ich weiß, James Bond, 007, Action, Pew Pew. Action, Pew Pew. Die sind ein bisschen mehr als Pew Pew. Muss dir mal einen von den Filmen angucken. Am besten den noch mit. Nö. Warte mal, wie hieß der? Roger Moore? John Connery hat den nicht gerührt. John Connery hat den mal gespielt. Pierce Brosnan, genau. Den fand ich eigentlich ganz gut. Und ich bin sowieso so ein kleiner John Connery-Fan. So, was war... Das ist unfair. Das ist unfair. ja, passt schon. Ist schon gut gemalt, auf jeden Fall. Wie soll ich es anders zeichnen, ganz ehrlich? Ich hab keine Ahnung. Blau. Hat auf jeden Fall was mit Wasser zu tun. Ja, super. Haus am See mit 5 Buchstaben. Es geht aber auch nur um das Wasserfleckchen da. Also. Nö, keine Ahnung. Da hat denn so man denn vorgeraten? Frösche und sowas drin. Teich. Und sowas. Ja, hätte vielleicht noch ein paar Seerosen oder so malen sollen, aber dann hätten sie es wahrscheinlich gehabt. Bin ich Künstler oder bin ich Christian? Also, wer hat bitte schon so einen Mini-Teich, ey? Das sah eher aus wie eine Pfütze. Ja, halt wenn groß. Du mal bedenkst, dass das Haus daneben drin als Größenverhältnis ein Haus sein soll. Ja. Yay! Gut, das war jetzt auch ein bisschen zu einfach. Ich war da gerade ein bisschen faul. Eieiei. Hättest auch nur ein Dreieck machen können. Ja, aber nur ein Dreieck wäre halt zu langweilig gewesen. Wie kein Zweieck. Ich hätte auch eine Ecke mal x3 nehmen können. Aber das wäre dann wahrscheinlich eine mathematische Formel ausgeglichen. Die Mülle. Ach nee, die Ecke mit der Mülle. Ach, andersrum. Das, die Mülle mit der Ecke mit was drin. Und gehe ich zu der Ecke, da schenke ich sie meinem Kind. Froschmann. Natürlich.
Hä? Wer malt denn? Conchi? Ja, Conchi. David, dass du im Zeichentablet arbeitest, malst du aber gerade ziemlich... Das mit Maus. Ach so, okay. Ich hab nichts gesagt. Ich war... Befehlshaber. Aha. Neuen Zeichenhandschuh gekauft und schon hat er inzwischen... Hat er in der Fingerkuhle ein fettes Loch. Das ist doch bestimmt... Schweinepriester. Es kommt davon, wenn du halt Theologie und Biologie studierst. Was willst du denn werden, ein Schweinepriester? Ah. Das arme Schweinchen. Schlachtet die Hexer. Aber Amicia, was machst du denn da? Die werden es fressen. Na, wer kennt's? Der Tod. Sabrina. Junge! Egal. Wenn du das T in ein R verwandelt hättest, wärst du... Ach, Schlachter! Wum-b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 um. Oh ja, das gefällt mir, das nehmen wir. Es kommt bestimmt sowas wie Nein. Pro Warze oder so. Warte. Haben wir gleich. Das ist so gemein. Das ist aber auch so einfach. Was? Walkie-talkie? Fast. Die Flamme ist ein bisschen scheiße geworden, aber hey, alle haben es erraten. Jo. Ich hätte euch auch einen Chewbacca hinein können, also. Nö. So, wollen wir mal gucken, wie ich das male. Easy. Sehr gut. Wobei, ich streng dich an. Ich hab mich doch gestreckt. Das ist so lange. Ach Mann. Wie viele Runden haben wir eigentlich? 5, ne? Noch eins. Ja, können wir ruhig 2 Stück spielen. Können ruhig ein paar mehr spielen. Wir können ja auch im Vorhinein produzieren. Obwohl, ich weiß nicht, wie lange die Conchi noch kann. Erstmal natürlich einen Daumen nach unten gegeben, weißt du? Ehrenmann. Das machst du bestimmt auch bei meinen Videos. Bevor sie oben sind, schon gleich Daumen nach unten, die Drecksau. Es wird ja irgendwas Dummes. Irgendwas, was wahrscheinlich kein Mensch kennt. Doch. Wieder Befehlshaber? Nö. Doch. Was? Junge. Mädchen. Ich werde über hier James Bond und dann nicht Jackie Chan draufkommen. Also ich fand das James-Bond-Bild auf jeden Fall einleuchtender. Ja, wie soll ich denn bitte schlitzäugige Karate-Dudes malen?
Muss dir mal Mühe geben. was? Pepper. Das ist eher hier so. Geht es dann so runter? Und das da ist eigentlich nicht da. Soll das ein Testikel sein? Und dann ist außenrum so ein. Außenrum? Außenrum ist so ein. Ein hartes Ding. Und dann geht das hier so runter. What the fuck? Dann gehen hier noch so. Knochen. Und hier so. Ernsthaft. Oha. Ich dachte, es wäre ein Schweinefötus oder so. Ja, das kann es auch sein. Gibt es da nicht so ein Pokémon, was aussieht wie so ein Schweinefötus Somniam? Ja. Wow, ekelhaft. Aber zum Glück spiele ich die neuen Editionen nicht. Ich habe aufgehört, als die Pokémon noch gut aussahen. Die sehen immer noch gut aus. Aber ganz schön viele nicht. Ha! Wenn ich den Stift nicht in der Hand hätte. Welchen Stift? den Stift. Gut, wollen wir mal gucken, wie ich das jetzt male. Ist jetzt ein bisschen doof geworden. Soll hier so ein Totenkopf sein? Keine Ahnung. Also das hier erkennt ihr hier. Das hier. Das ist ein Zeichen, ja, ja. Sollte jeder kennen. Okay. Gut. Blub, du kennst das bestimmt beim LKW-Fahrer. Ja, habe ich doch schon eingetippt. Das. Hast du nicht beim LKW-Fahren, auch beim Autofahren? Ja, beim LKW hat man aber meistens. Wow, da kann ich es doch nicht wissen. Nee, das. Hast du auch beim Fahrradfahren. Das ist auch beim überall. Laufen. Das sieht man, ja? Und das Schwarze hier sieht man nicht. Und deswegen Totenkopf. Was bedeutet der Totenkopf? Ah. Ja, das war aber eine harte Geburt. Das war ein Drilling auf einmal rausgeschissen beim Niesen. Oh, das wird mal wieder eine sehr freundliche YouTube-Folge. Ist ja nicht mein Kanal. Bitte? Ist ja nicht mein Kanal, ist deiner. Ah, ihr denkt alle so. Same. Ekelhaft. So richtig, so nach dem Motto, ey, wie im Survival-Kampf. Ist ja auch. Natürlich, mein Ruin ist euer Gewinn. Daraus könnt ihr euch morgen echt einen Cheeseburger kaufen. Nö. Auf jeden Fall. Eieiei. Fertig. Das ist ein wundes Arschloch. Ernsthaft? Ha, ich war schneller als du. Konnichiwa. Hongkong. Feng Shui. Mehr kann ich auf Japanisch nicht. Ja, nee, das war Chinesisch. Was? Feng Shui? So nicht Französisch. Chinesisch. Ja, Japanisch, Chinesisch, alles ist. Alles dasselbe. Hört sich alles ähnlich an. Was? Easy. What? Nicht. Was? Zur Hölle. Das ist eigentlich so einfach. Mm. Warte. What the fuck? Es wird immer schlimmer. Habt ihr noch nie mitgeschrieben, wa? Tastatur!
So schwer war das jetzt nicht. Wäre dann noch irgendwie ein Kabel dran, ja, dann hätte ich es. Wieso? Noch nie eine Funktastatur gehabt? Doch. Aber ich hätte mit Kabel schnell aufkommen. Mess. Ha! Ja, super. So schnell kann ich gar nicht zeichnen, Leute. Nein, immerhin habe ich gewonnen. Super. Ich weiß nicht, was wir sonst noch heute, was wir jetzt später noch machen, aber ich mache für die Folge erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut, Leute. Ciao. Nimm dir auch noch Tschüss. Nö, Möp. Natürlich, die anderen Möp. Haben keine Lust. Lass Gott sagen, Vater. Macht's gut.